Moin moin liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu Green Hell. Eine weitere Runde, ein weiteres Glück, ein weiteres Spielchen. So, es ist morgens 5.36 Uhr. Ja, ich weiß, auch eigentlich irgendwas. Warum liegt das da? Okay, der liegt da nicht mehr. Jetzt wollte ich ja noch ein bisschen in den Osten, um da zu gucken, weil wir jetzt ja irgendwie mal irgendwie hier sind. Ich weiß nicht, ob es hier nachher weitergeht. Aber, also weiter will ich ja noch nicht. Erstmal hier unten abgrasen noch, ne? Nur 32. Wo stehe ich jetzt genau? 32, 20. Okay, wir gucken mal hier die Umgebung ab. Ah, okay, hier ist sowieso eine Klippe. Moment, noch mal kurz gucken. Jetzt 32, 20 da. Da oben ist ja nichts, oder? Geh noch mal kurz gucken dann. Komm, ein paar Seile einsammeln. So, Seile sind wieder voll. Meine Pfeile sind 15. Okay. Na, guck mal. Kleiner Stock, dann könnte ich doch die Pfeile mal wieder auf 20 machen. Ja, guck mal hier, genau 5 Stück. Super. Ja, 3 Parasiten habe ich. Bin auch ziemlich schmutzig. Mir geht es auch nicht sonderlich gut. Aber wisst ihr, ich weiß nicht, so von Nahrung her habe ich ja noch ein bisschen. Ich habe zwar kein Wasser mehr. Hatte ich nicht. Nee, war vor dem Sterben. Ah, ach du Grüner, den hätte ich jetzt aber fast übersehen, die Legendentafel hier. Shortly after the great flood, okay. A terrifying warrior arrived in the village. Da stehe ich schon die ganze Zeit an diesem großen Stein. Ja, aber auf der falschen Seite, ne? Alter, da muss ich echt aufpassen hier. Okay. Ja, mal Richtung Fluss vielleicht. Dann bleib mal da, denn hier. Oh, es ist so. Okay, jetzt eigentlich eher so südlich. Süd-südwestlich, so halt. Ein Fluss. Ein Fluss ist ja gar nicht verkehrt, ne? Da könnte ich Wasser abschöpfen. Abkochen. Der hat mich tatsächlich schon gesehen. Oh. Lauf mal nicht zu weit weg. Okay. Den habe ich. Hier oben ist nichts. So ein kleiner Pfad, aber. Ah, nein, nein. Hier ist Ende. Da. Ah, das hätte mich fast runtergeworfen. Okay, dann gehen wir runter. Ja, Flussnähe. Da könnte ich mich nämlich waschen. Ich bräuchte noch Behälter. Vielleicht finde ich hier aber noch eine Kokosnuss.
Ja, zumindest den Pfeil mal einpacken. Ah, guck mal. Ah, nee, das ist hier. Egal, kann mich trotzdem waschen. Ja, ein Plätzchen zum Schlafen bräuchte ich bald. Dich nehme ich gleich mit für Fleisch. Mein Fleisch. Mein Fleisch. Gürteltierpanzer brauche ich jetzt nicht, okay. Nee. Okay. Warte mal, 33, 20, wo bin ich? 33. So hungry. Ja, ja, ich weiß, du bist hungrig. Okay. Bisschen südwestlich. Da. Einfach mal zum Fluss. Da machen wir uns ein kleines Lager. Du brauchst alles, ne? Ja, ja. Du brauchst alles. Die ist verdorben. Ja. Südwestlich einmal zum Fluss, da mal ein kleines Lager aufschlagen. Letztes kleines Lager. Hier ist der Fluss. Das ist doch schon mal gut. Ah, da ist auch das Totem. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Ist klar. Okay. Muss ich nur mal gucken, wo ich hier. Oh. Es war jetzt aber knapp hier an mir vorbeigelaufen. Viel Bambus hier, ne? Blöde Region eigentlich. Vielleicht mal da dem Fluss folgen und dann vielleicht findet man einen besseren Platz. Oh, hallo. Brauchte ich jetzt nicht eigentlich. Bambus hier, ne? Ein Lagerfeuer aus Bambus? Oh, wer bist du denn? Ah, hallo. Okay, warte. Vierzackiger Bambusspeer. Larven. Okay. Legendensteine. He killed the elder with his horrifying weapon edged with black teeth. Okay, Moment, ich muss auf jeden Fall erstmal ein Bett machen.
Lagerfeuer. Gibt kein Lagerfeuer aus Bambus, ne? Feuergestell. Bambus trockengestell, langer Bambusstock, Bambusstock Seil. Räuchergestell, naja. Naja, ich bin vielleicht total müde. Bambusstöcker. Mal sammeln. Ein vierzackiger Bambusstock. Ja, ich muss mich ganz kurz hinlegen. Moment. Ganz kurz Kraft auftanken. Ich bleib jetzt mal kurz bei... Hunger hast du auch. Richtig, das ist richtig. Okay, sammeln. Okay. Das wird, glaube ich, zu lange dauern, ne? Ich habe wirklich nichts mehr zu essen. Wow. Sogar trinken. God, I'm thirsty. Warte mal. Alles nicht so gut, aber immerhin noch besser, als jetzt nichts zu haben. Disgusting. Ugh. Ja, ich weiß. Das war jetzt nicht so der Traum, den du dir wünscht. Okay, ich muss überlegen. Ich brauche da oben. Da oben. Na, kommst du jetzt mal darauf? Nicht darauf, ne? Ja, ich weiß, dass du Hunger hast. Du kommst ja bald zu deinem Hunger. Okay, Lagerfeuer brauche ich. Dann brauche ich aber noch Behälter. Okay, den habe ich. Dann brauche ich noch Behälter, um mir ordentliche Knochensuppen zu machen. Ab hier. Okay. Na klar, wir sind natürlich auf dem das neueren Abschnitt. Da ist jetzt ein bisschen wieder Papierschädel. Das ist okay. Ich bin sehr, sehr gut überladen. Aber ich könnte mich zumindest schon mal dann mit Fleisch nochmal aufpushen. Heißt, du brauchst Pause. Naja, mal gucken.
Ja, dir werde ich auch noch helfen, ne? Kein Problem. Wird's halt wieder ein bisschen... bisschen langsamer. So, warte, da, so. Das rohe Fleisch wollte ich jetzt eigentlich nicht aufheben. God, I'm so hungry. Ich weiß, dass du sehr hungrig bist und ich werde dir auch helfen. Mal stören kurz. Ja, mit der Knochensuppe könnt ihr mich auch ganz gut. Aber ich habe jetzt keine Behälter. Shit! Oh, Mist. Ich muss ein kleines bisschen schlafen. Okay, einen Moment. Ich habe zu wenig Energie. Okay, die müsste ausreichen. Brauch Behälter. Kokosnussbehälter. Irgendwas. Machen wir auf jeden Fall mal das bisschen Fleisch drauf. Das kann mal hier zum Trocknen gehen. Jawohl. Auch ein schönes Trockengestell, ne? Finde ich eigentlich schon. So, wo könnte ich jetzt hier... Ja, das sind Larven, weil wir noch haben. Ich helfe dir, mein Junge. Da sind Nüsse gefallen. Jawohl. Scheiße, wasch dich doch vorher mal, du Drecksack. Kokosnüsse. Ich will mir ein paar leckere... Warte, du kriegst gleich was zu essen. Hier Kokosnüsse zu finden, ein bisschen unwahrscheinlich. Ja, ohne die Behälter keine Knochensuppe. Ohne Knochensuppe... Naja, kennt man ja, ne? Oh, da eine Schildkröte. Perfekt. Wozu Kokosnüsse? Es gibt auch Schildkröten. Oh, warte. Momente, dich muss ich irgendwie so ziehen. Moment. Finde ich gut, dass man das auch so ziehen kann, ne? Einen Moment, ich muss mal kurz das gekochte Fleisch mal nehmen. Oh, da ist ein Roche. Lol. Ja, jetzt werde ich dich erstmal hier ein bisschen aufpushen, hier, mein Junge. Achso, halt Wasser mitnehmen. Da. Genau, so. Und jetzt da einfüllen. Oh. Knochen. So, Knochen werfe ich mal hier hin. Knochensuppe. Das wird getrocknet. Ja, jetzt werden wir hier ein kleines bisschen abhängen. Wer sieht denn, soweit mal wieder ein bisschen fit bin. Okay, die nächste Knochensuppe wartet.
Wildkrötenfleisch. Oh, komm, das packe ich mal da oben hin. Okay, so könnte ich mir jetzt ein bisschen aufbauen. Der Kohlenhydrate fehlen mir halt. Das sind halt nur Proteine und Fett. Und sehr viel zu trinken. Ja. Aber ist schon okay, ist schon okay. Jetzt werde ich mir noch Wasser abkochen, auf jeden Fall. So. Da nochmal Wasser einfüllen. Und dann werde ich mich nebenbei mit ihm beschäftigen, ne? Vierzackiger Bambusspeer. Ja, sauberes Wasser. Bisschen mit Wasser füllen. Ich muss auch die Parasiten loswerden. Kleines bisschen die Parasiten loswerden. Aber schön, ne? Man weiß sich zu helfen. Man weiß sich zu helfen. Also Proteine und Nuss ist schon mal gut. Wollen noch die Kohlenhydrate. Bananen oder andere Früchte, das ist auch okay. So, der ist jetzt auf jeden Fall mit sauberes Wasser belegt. So, das lasse ich mal da drin. Okay, vierzackiger Speer. Ich den zufälligerweise. Zufälligerweise hier irgendwo mit drin. Schwacher Speer oder langer Bambusstock? Ja, langer Stock, Bambusstock, kleiner Stock, zweimal und ein Seil. Ah. Okay, kleine Stöcker. Habe ich noch kleine Stöcker? Ja. Bambusstock. Okay, dann lass uns mal. Ne, das ist ein Bambusstock. Ein langer Bambusstock. Seil. Und ein Stock. Ne, das war es jetzt nicht. Zwei Stöcker. Entschuldigung, zwei Stöcker. Langer Bambusstock. Zwei Stöcker. Seil. Bin ich jetzt blöd? Langer Stock oder langer Bambusstock? Kleiner Stock zweimal und Seil. Langer Bambusstock. Brauche ich denn vielleicht auch mal das da? Bambusstock. Bambusstock. Nö. Langer Bambusstock. Ach, die kleinen Stöcker. Hätte ich auch reinschreiben können, ne? Kleine Stöcker. So. Das habe ich schon mal. Dann braucht er noch Larven. Larven? Das ist das, was ich habe. Maden. Ach, das sind diese Kuchen. Ah, verfaultes Fleisch. Da kriege ich doch dann Larven raus, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Dann lass mich mal das Tapirfleisch nehmen. 9 Stunden. Ich muss sowieso demnächst schlafen. Oh, ich muss die Parasiten loswerden. Ich muss die Parasiten hier jetzt mal loswerden. Ah, guck mal da. Gut, zumindest jetzt nur noch 3
sieht man. War Holzkohle nicht auch? Nee, Lebensmittelvergiftung. Okay. Hier finde ich jetzt zufällig noch irgendwas. Den Parasiten. Ja, ich weiß. Da hinten ist nochmal ein Lager anscheinend. Okay. Vielleicht. Pilze sind auch gute Kohlenhydrate, ne? Okay. I need to interest. Das Lagerfeuer. Ja, warte. Moment, ich muss noch mal kochen. Oh, guck mal da. Direkt vor meiner Nase. Jawohl. Sehr schön. Okay, trinken, einfüllen. Gut. Gut, das sind auch meine Knochen bald leer, ne? Die 4 Knochen im Inventar möchte ich gerne behalten, wegen dem Totem da. Aber ich finde, ich habe hier ein gutes Plätzchen erwischt, ne? Momentan regnet es ja auch nicht, deswegen kann es ja auch gut hier rennen. Ja, die Werte sehen wieder gut aus. Dann schlafe ich jetzt mal kurz. Dann habe ich dieses warme Fleisch. Einmal geschwind aufpushen. Naja. Ist alles in Ordnung. Das mal kurz. 15 Minuten noch. Okay, dann ist das Tapirfleisch gleich. Gleich. Verdorben. Was könnten wir nochmal gucken? Was brauche ich noch? Erstmal waschen. Erstmal kurz waschen, da eine Larve. Nee. Beim verdorbenen Fleisch kriege ich, glaube ich, Maden raus, ne? Oder waren das Larven? Ist das jetzt ehrlich gesagt nicht. Wir werden es jetzt sehen. Nee, Maden. Tatsächlich Maden. Nein, die braucht er nicht. Auch Larven. Okay, dann suche ich doch nochmal die nähere Umgebung ab. Guck mal kurz, wir sind bei 36, 23. Ah ja, hier bei dem Legendenstein, ne? Genau. Das ist auch bald gut getrocknet. Guck mal, hier haben wir nochmal Pilze. Ja, gibt ein paar gute Kohlenhydrate. Ungebetene Gäste sind nicht erwünscht. Haut ab. Okay. Dann würde ich aber sagen, Schluss für heute. Und beim nächsten Mal geht's weiter. Tschüss.